Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, heute ist wieder mal Sketchbook-Time und ich habe wieder mal was gemalt. Habe ich mir eine Vorlage bei Pinterest rausgesucht und habe das halt noch mal ein bisschen verändert, so nach meinen Wünschen. Und ich würde sagen, wir malen das jetzt einfach mal wieder gemeinsam aus. Ja, macht's euch gemütlich, trinkt einen Kakao. Ein Kaffee, je nachdem, auf was ihr so Appetit habt. Und entspannt euch einfach beim Video. Ja. Die junge Dame, die isst jetzt erstmal ein Lolli. Als Kind mochte ich auch immer am liebsten die roten Lollis. Die haben immer am besten geschmeckt. Dann mache ich erstmal rosa. Bisschen als Kontrast. Die Haare mache ich auch rosa. Ich male das Ganze wieder mit dem Uhuhu Marker Set aus. Da habe ich wieder das Pastell Set, das Sweets. Und dann nehme ich noch die Artmarker von Uhuhu, das sind dann diese Graffiti-Marker. Die haben dann nicht diese Pinselspitze, sondern die andere, die Feinspitze. Wobei ich sagen muss, ich nehme lieber diese Pinselspitze mit, da male ich viel lieber. Das lässt sich irgendwie alles schöner auftragen. Und gleichmäßiger, finde ich. Ja, diese geflochtenen Zöpfe. Es hat ganz schön lang gedauert, die so zu zeichnen, weil man da noch so ein bisschen die Details reinmalen muss. Ja, und hier male ich dann auch noch etwas so drüber. Und ein bisschen Glanz mit drin. Hier mache ich das genauso. Die Glanzpunkte lasse ich jetzt immer so weiß, also immer so weiße Zwischenräume dazwischen, damit das ein bisschen natürlicher wirkt, weil die Haare glänzen ja. So, jetzt haben wir erstmal die eine Seite. So, jetzt nehme ich von den Uhuhu Art Markern, das sind dann die mit der Feinspitze. Habe ich mir jetzt noch eine dunklere Farbe rausgenommen. Damit setze ich jetzt noch so ein bisschen Schatten rein. Ja, so. Beim Scheitel, da ist natürlich ein bisschen dunkler erstmal. Dann setze ich hier noch ein bisschen so Highlights. Oder beziehungsweise ein bisschen Schatten, damit das etwas dreidimensionaler wird. Auch bei der Zopfschnecke gehe ich auch noch mal rein. Und auch hier. Nur damit wir so zwei verschiedene Farben haben, beziehungsweise das Dunkelrosa, das Hellrosa und dann das Weiß. Dadurch sieht das Ganze ein bisschen plastiger aus.
Ja, wundert euch nicht, wenn ich mich zwischendurch mal etwas räuspere, aber ich habe irgendwie durch meine Pollenallergie zurzeit so einen trockenen Hals und dadurch ist auch meine Stimme etwas angegriffen, wenn ich viel erzähle und rede. Deshalb erzähle ich heute mal nicht ganz zu viel in dem Video. Kann aber auch mal ganz entspannt sein. Und auf der anderen Seite mache ich das auch noch so. So, der Pulli, da wird jetzt in diesen lila Farben. Na Leute, wenn ihr mal eine Sketchbook-Tour haben wollt, dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Da mache ich auch gerne meine Sketchbook-Tour durch mein erstes Sketchbook. Ja, in diesem Sketchbook sind die Farben etwas unkonventionell und es ist halt alles ziemlich bunt und ich habe mich halt auch noch sehr ausprobiert in diesem Sketchbook. Es hat halt auch noch nicht so eine klare Linie, wie ich es vielleicht gern irgendwann mal hätte. Aber schreibt es ruhig mal in die Kommentare, ob ihr so eine Sketchbook-Tour wollt. Und ja, wenn ich das Sketchbook voll habe und ich mal ein neues anfange, dann will ich mal sehen, dass ich da vielleicht auch etwas, ja, was heißt dunklere, vielleicht erwachsenere Farben oder Zeichnungen mache. Das jetzt sieht immer alles so ein bisschen kindisch aus und kunterbunt und ein bisschen durcheinander, dass da vielleicht mal etwas eine Linie reinkommt. Aber ich denke mal, das wird sich auch mit der Zeit so ergeben, weil umso mehr man zeichnet, umso mehr entwickelt sich ja dann auch so ein Stil. Und ich hoffe dann, dass ich das dann auch irgendwann durchziehe. Bis jetzt, ich wollte ja eigentlich schon längst mit dem ersten Sketchbook fertig sein. Also nach einem Jahr hatte ich mir das so vorgenommen. Aber ich sag mal, durch die Arbeit und so ist man so angespannt. Und man hat dann nach der Arbeit manchmal gar keine Lust mehr, noch irgendwie was zu machen. Man nimmt sich das dann immer vor, denkt, ja, schön, heute hast du noch die Idee und die Idee. Und wenn man dann letztendlich zu Hause ist, ist man dann meistens so platt und geschafft, dass man das dann irgendwann verwirft oder einfach lässt. Ja, man fühlt sich dann unter Druck manchmal, man muss noch das zeichnen und das zeichnen und irgendwann hat man dann wahrscheinlich dann doch keine Lust mehr. Deshalb ist wahrscheinlich auch der Job als Comiczeichner nichts für mich, weil ich mal ja gerne als Hobby und weil ich es gern mache und nicht weil ich es muss, weil ich glaube, ich würde dann auch ziemlich schnell den Spaß dran verlieren, wenn ich dann nur zeichnen müsste und Sachen müsste, also zeichnen müsste, die mir dann selbst auch gar nicht so gefallen oder die ich unbedingt machen muss, weil ich merke es jetzt schon, ich schiebe manchmal Sachen vor mich hin, weil ich dann einfach keine Kraft mehr habe nach der Arbeit und ja. Und ich will mir ja den Spaß am Zeichnen nicht verderben, deshalb mache ich eigentlich nur, wenn ich Lust dazu habe. So, die Nägel von hier, die mache ich jetzt auch mal noch rot. So. Halt, den Schmuck wollte ich auch noch rot machen. Das ist so ein Ohrring, wo man vorne nur den Stecker sieht und dann hinten, wo eigentlich die Schraube dran ist zum Zumachen, hängt dann so nochmal so eine Traube hinten dran. Ich hoffe, man kann das ein bisschen erkennen. Meine Farben sind etwas unkonventionell. Ich mache das halt immer, wie ich gerade denke und wie ich Lust habe. Ja, die Haut, die male ich jetzt etwas
sehr unkonventionell aus. Die wird nämlich grün. Ich habe es ja schon mal beim letzten Video so ausprobiert. Da hatte ich meinem Charakter dann so graue Haut gegeben. Ich fand das auch ganz cool, das Bild. Das hat mir richtig gut gefallen. Mit dem Kontrasten. Das ist halt auch mal was anderes als immer nur die Hautfarbe, weil Hautfarbe habe ich eigentlich genug. Und man will ja auch mal die Hautfarbe stifte etwas schon. Ich habe zwar das Hautfarbenset, aber ich dachte, man macht doch mal was anderes. Weil auf der Erde gibt es auch nicht nur eine Hautfarbe, sondern auch mehrere. Und ja. Ich dachte, es ist mal ein schöner Kontrast zu dem Rosa und dem Lila. Halt mal was ganz anderes. Das fand ich halt auch früher schon bei Sailor Moon immer so cool, wenn die Dämonen dann so in verschiedenen Farben ausgemalt waren. Die hatten dann auch mal eine lila Haut oder eine grüne. Und das fand ich immer cool. Ich habe dann auch früher immer die Dämonen von Sailor Moon nachgemalt oder abgemalt. Habe dann auch wie eine eigene Comic-Serie für mich dann gemacht, wo ich dann auch eigene Monster entworfen habe, die dann auch so in verschiedenen Hautfarben geglänzt haben und mit den komischsten Farben, sag ich mal. Das ist irgendwie hängen geblieben. Deshalb sehen meine Figuren jetzt auch immer irgendwie kunterbunt aus. Ja, wie gesagt, das Bild, das war ein Porträt bei Pinterest. Und ich habe das jetzt einfach mal so in meinem Stil versucht nachzuzeichnen. Ich übernehme ja die Bilder nie eins zu eins, sondern versuche dann immer noch meinen eigenen Stil irgendwie reinzubringen oder wie mir das dann halt besser gefällt. So, jetzt nehme ich noch eine dunklere Farbe und setze da noch ein bisschen Schatten rein. Ja, die Brille, die wirft auch noch ein bisschen Schatten. Natürlich hier noch etwas unter dem Kinn. Und der Lolli. Ja, wie gesagt, was jetzt so den Schatten betrifft, das mache ich so, wie ich das denke. Ich habe da jetzt keine Vorgabe oder. Ja, ich denke dann immer, wo Licht ungefähr herkommt und wo Schatten ist. Und danach zeichne ich dann halt auch meinen Schatten ein. So, das ist die etwas unkonventionelle Hautfarbe. Jetzt male ich mal noch diesen Lolli aus. Da bekommt jetzt von mir eine gelbe Schleife. So. Dann natürlich auch noch Schatten. Mache ich das hier ein bisschen dunkler. Ich hoffe, man sieht das auch. Hier fällt auch so ein bisschen Schatten rein. Hier noch ein bisschen.
Ja, wie gesagt, den Lolli, den male ich dann ein bisschen rosa aus. Typisches Muster für diese gekringelten Lollis. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die es früher immer so gab, diese großen, die waren auch immer so lecker. Aber irgendwie jetzt hat man da gar nicht mehr so Appetit drauf, weil man weiß, wie schlecht das auch für die Zähne ist. Ja, den Lolli habe ich jetzt, wie gesagt, in diesen Rosa ausgemalt. Versuche ich jetzt noch ein paar Akzente zu setzen. Mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das denke. Ja, und der Lolli, der grinst natürlich. Ja, einen weißen Gelstift habe ich bis jetzt immer noch nicht. Sonst hätte ich da jetzt wahrscheinlich auch noch so weiße Akzente gesetzt oder so. Aber muss es halt auch mal so gehen. Wie gesagt, das ist das nächste, was ich mir dann vornehme. Mal so einen Gelstift und vielleicht auch so einen Knetgummi zum Radieren, weil ich habe bis jetzt noch so einen normalen Radiergummi. Und ja, mal gucken, wie viele Seiten ich jetzt noch für dieses Sketchbook offen habe. Und da will ich ja dann schon nochmal ein anderes holen mit etwas anderem Papier, was auch für die Marker dann halt besser ist. So, jetzt kommt die Frage, wie ich den Hintergrund mache. Mache ich den grau, lasse ich den weiß, mache ich den lila, rosa? Muss erst mal kurz überlegen. Ja, ich habe mich jetzt entschieden, den Hintergrund blau zu machen. Ich male den jetzt erstmal hellblau aus. Und dann werde ich sie nochmal mit so einem Artmarker umranden, vielleicht mit so einem knallischen Pink, da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Oder vielleicht doch einfach mit dem Lila, mal sehen. Ja, wie gesagt, jetzt mache ich erstmal den Hintergrund in Hellblau. Es geht halt auch relativ schnell, es muss dann auch nicht ganz so ordentlich aussehen. Ist ja schließlich nur der Hintergrund und ja, ich hasse Hintergründe. Aber irgendwas muss man sich ja einfallen lassen. Vielleicht habe ich auch schon zu viel bunt in die Hintergründe gemacht. Wenn ich da mein Sketchbook so durchblätter, manchmal denke ich auch, ach, ja, wäre es vielleicht doch mal besser gewesen, wenn ich das weiß gelassen hätte. Aber okay. So, Leute, das ist jetzt das fertige Bild. Ja, auf dem Hintergrund ist wieder mal ziemlich viel los. Allgemein auf dem Bild ist wieder ziemlich viel los. Von den Farben her, mit der grünen Haut, den rosa Haaren, der Hintergrund. Da habe ich jetzt noch ein bisschen Washi-Tape draufgeklebt, mit so Herzchen drauf. Das finde ich auch ganz süß. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann mit den Herzen. Ja, das sind so kleine goldene Herzen drauf. Ja, ich finde das Bild ganz cool mit dem Lolli, den sie so isst. Und ja, die rosa Haare, gefällt mir auch ganz gut. Ja, wahrscheinlich bin ich von den Rainbow High ein bisschen zu sehr fasziniert, dass sich das dann auf meine Zeichnungen so überträgt. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und schreibt es doch mal in die Kommentare, ob ihr eine Sketchbook-Tour wollt und ob ihr weiterhin solche Zeichenvideos von mir sehen wollt. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao!